Eltern schaffen so gut den Spagat zwischen Pornos und TV-Sendungen. Deswegen habe ich euch mal wieder japanische TV-Sendungen mitgebracht, wo Bikini-Models in Wasser reinfallen, wo die fast vergewaltigt werden und mit ihrem Arsch Ballons aufpumpen müssen. Viele TV-Sendungen, wo die Mädels leicht bekleidet sind oder recht anzüglich sind, aber noch keine TV-Sendung hat Bikini-Models gezeigt, wie die mit gespreizten Beinen versucht haben, über heißes Wasser zu gehen. Yo! Oh, Japan, du begeisterst mich immer wieder. Also, wenn man schon kein Porno im Fernseher zeigen kann, weil das alles zensiert ist, dann zeigt man am besten Bikini-Mädels, wie die mit gespreizten Beinen und wo die Kamera direkt auf den Arsch filmt. Also, was auch immer die sich dabei gedacht haben, mir gefällt. Daumen hoch an den Shit. Wobei das doch ziemlich abgefuckt ist, wenn man ehrlich ist. Aber nicht so abgefuckt wie die nächsten TV-Sendungen. Wenn Mädels mit gespreizten Beinen über heißes Wasser gehen sollen, okay, sieht hübsch aus. Garnette Hintern. Aber wenn Mädels schlafen und die Männer versuchen, die zu wecken und es aussieht, als ob die fast vergewaltigt werden. Ne, Jessica? Anta kawaiiku nai wa yo! Mama! Mama, どうしてまたがっちゃうの? Ne, Mama, またがっちゃダメ。今の場合はちゃんとまたがんなきゃダメなのよ。どんなのかしらね、蹴りをかしら。What the fuck? So langsam bin ich mir nicht mehr sicher, ob ich TV-Sendungen zeige oder die Anfangsclips eines Pornos, bevor die ganze Action losgeht. Es gibt viele abgefuckte TV-Sendungen, aber das ist schon echt heavy. Ich weiß nicht, welchen Punktestand die da haben oder nach welchen Kriterien die gehen oder warum der ab und zu mal einen scheiß Torte ins Gesicht klatscht. Aber über eine Frau zu klettern, während die pennt. Wahrscheinlich pennt die eh nicht, aber ist ja eh gestellt. Aber die tut so, als ob die pennt. Und der klettert drüber. Und man sieht sogar das Höschen. Und dann... Es ist die perfekte Mischung aus witzigen Szenen und Pornos. Also wie gesagt, Japan ist der Meister darin. Und weird ist auch, dass sie auf einmal aufwacht und sich dabei an ihn anlehnt, an diese... Raper. Was auch immer. Gut, wir haben gespreizte Beine, wir haben Vergewaltigung, aber noch nie haben wir Ballons mit den Ärschen aufgepumpt. Sgoi ne, mitame. Sore dewa, start line ni. Hai. Jōzu ni okkiku dekiru kana? Sore dewa, futari tomo junbi wa ii desu ka? Hai. Sgoi kakko. Ippunkan desu. Yōi, start! Jo, oh, das ist so abgefuckt heute. Was sind das für TV-Sendungen? Warum habe ich die nie gesehen, als ich in Japan war? Da bekommt aufblasende ganz neue Bedeutung. What the fuck? Und die Location sieht aber auch nicht mal wirklich nach einer Game-Sendung aus. Er sieht aus wie so ein Keller. Das ist so eine fucking Porno-Ausbildung, irgendwas in die Richtung. Und mal eben nimmt man noch auf diesen Trainingsprozess und verkauft das als TV-Sendung. Und das, was danach kommt, verkaufen wir als Porno. Double Business. Okay, aber die Frauen haben ihren Spaß dabei. Warum auch immer. Manche sind besser darin, mit ihren Ärschen Ballons aufzupumpen, manche weniger. Manche sind niedlicher, aber andere geben Gas. Man sieht schon, wer Erfahrung dabei hat. Und von wegen, die sehen unschuldig aus. Diese haben es ganz schön hart drauf. Wenn ihr noch mehr abgefuckte Japan-Werbung oder Game-Shows sehen wollt, dann klickt doch mal hier oben rechts auf das i, dort findet ihr die alten Folgen. Gebt dieser Folge mal einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Abonniert mich, wenn ihr keine weitere Folge verpassen wollt. Und ich sehe euch nächste Woche. Gebt mir Flosse, Flop.